Hallo YouTube und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wir haben... Achso, sag Hallo Yoshi. Hi. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst Hallo Yoshi. Ja, wir haben unseren Auftrag hier abgearbeitet, haben 7000 Euro noch von der Ernte gekriegt. Den schließen wir jetzt einmal ab. Und wir haben noch etwas in unserem Anhänger. Das werden wir schön für die Sackproduktion nehmen. Ich habe das Rennen übrigens gewonnen. Ah, siehst du. Und dann werde ich aber erstmal mit unserem kleinen Viertier zum Shop fahren. Und dann mal über gucken, was wir noch so zusammenkriegen und eventuell nochmal einen Treckertausch machen. Eventuell, aber erstmal fahren wir mit dem erstmal in die Richtung. Yoshi ist ja das Waldmännchen. Aber erstmal zum Hof. Ich hole mein Holz. So, dann haben wir schon mal wieder 17.000 auf dem Konto. Das ist ja schon mal schön. Ui, ui, bisschen weit gelegen. Schild umgefahren. Na super. Mei, oh mei, warum macht er denn sowas? Ich weiß das auch nicht. Was hat es dir getan? Stand da rum. So, mit Wahnsinnsgeschwindigkeit. Mit Mopsgeschwindigkeit. Ja. Der kleine Töpf hat aber auch gut zu kämpfen mit meinem kleinen Anhänger hier. Deswegen glaubst du, habe ich den Traktor schon eingetauscht? Ich fahre jetzt übrigens einen Deutz. Um genau zu sein, einen Agrotron 150.6. Hat auch 150 PS, aber ist deutlich schneller im Straßenverkehr unterwegs. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Kriterium, wo ich mich gleich nochmal drum kümmern werde. Und das Wichtigste, ich habe auch eine Aufhängung vorne. Fronthydraulik, ja. Genau, Fronthydraulik, Zapfwelle. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu meinem Hof, ohne durch die Stadt zu fahren? Einmal um Feld 22 umzug. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Wohl gerne unterwegs? Ja. Brauche ja auch gar nicht durch die Stadt, ich kann ja am Rand einfach. Am Stadtrand sozusagen. Oh Mann. Ich glaube, der Verkehr, der blinkt hinter mir schon und hupt und macht und tut. Hupt er dich schon aus? Ich glaube, ich muss gleich einen Warnblinker anschmeißen, damit das. Warnblinker und Rundumleuchte. Habe ich nicht. Stimmt, du fährst ja Fiat. Mhm. Den armen Bauern, ja, den freut's, denn der Theo fährt jetzt Deutz. Und wie, jetzt kommen irgendwelche Sprüche von wegen, sind die Felgen wieder grau, war der Bauer nicht so schlau. Soll der Acker sich lohnen, fährt der Bauer Agrotron. Kennen wir doch alle die Spirenzchen. Was schreit und qualmt vom Einschlafen, es ist der Deutz.
mit seinem, keine Ahnung, wie das noch weitergeht. Aber ich finde, es gibt wesentlich mehr Sprüche über John Deere und Fendt, als jetzt über Deutz, JCB und wie sie alle heißen. Brauchst einfach nur einfach Bauer gucken. Ja, ja. Habe ich auch schon gesehen. Den kriegst du, hast du alle. Der Typ, der hat eine Ausstrahlung, ich finde die einfach zum Umwerfen. Vor allem, wie du das rüberbringst, so teilweise so ernst und trotzdem so lustig. Ja. So. Link natürlich in der Beschreibung. Natürlich. So, wo kommt denn jetzt hier? Also hier hole ich es raus, wo kriege ich es rein, da gibt es, würde ich mal so behaupten. Da kommt da der Dünger rein? Nein, da kommt der Weizen. Boah, gerne in die Kommentare schreiben, was euch noch so an Sprüchen einfällt. Ja, genau. Lasst mal ein paar Kommentare mit ein paar schönen Sprüchen da. So, Rest. Den müsste ich auch einen Hofsiegel haben, ne? Ich glaube, ich sollte mir mal angewöhnen, den Anhänger nicht immer ganz so weit wegzustellen. Ach, ich vergesse mal dieses Abkuppeln, ich drücke immer den scheiß Knopf. Aller Anfang ist schwer, aller Anfang ist schwer. Ja, alles gut. Front aber brauche ich erstmal nicht. Hier? Kleine Knopfkugel wieder mit. Mittlerweile auch schon ganz schön dreckig aus, ey. Darfst du so überhaupt noch auf die Straße? Boah. Direkt die größten Klumpen sind schon abgefallen. So. Auf zum Shop. Werde ich den Anhänger auf Plattform umbauen? Deine Düngerproduktion läuft ja noch nicht, ne? Die läuft noch nicht. Also dürfte ich mir ja theoretisch ein Düngerpack und ein Flüssigdüngerpack noch kaufen. Das darfst du dir noch kaufen. Gut. Das glaube ich wird auch noch ein bisschen dauern, bis dass die Produktion in Gange kommt. Ja, du brauchst ja Mist. Ich brauche Mist, ich brauche Gülle und Gärreste. So ein Mist. Was denn das Wort ist? Gabel drin. Das ist nicht normal. Aber gut, ist einfach bis langweilig und einfach kann jeder. Einfach kann jeder. Also werde ich mal eben meinen Anhänger umbauen. Plattform. Dass ich dann wenigstens die Paletten mitkriege. Das Schlaue war jetzt natürlich, dass ich den Frontlader auf dem Hof gelassen habe. Das ist jetzt schlecht. Oh Manometer, ey. Nochmal zurückfahren. Ah, oh, du hast ja Gott sei Dank nicht weit.
Ja, ich werde trotzdem erstmal gucken, ob ich mir noch einen anderen Trecker zulege. Gucken, was ich mir so leisten kann. Naja, Dünger könnte ich mir ja zur Not auch noch. Kannst du ja zu Lose eigentlich auch noch kaufen, ne? Richtig. So, jetzt muss ich mal eben gucken, was würde ich denn für meinen Hobel noch kriegen? 23,6. 23,6. Schon wieder 23. für hohe Investitionen. Hä? Was hast du schon wieder für hohe Investitionen? Wieso? 23,6? Kriege ich für meinen noch? Für meinen Trecker. Du hast du ein Geldscheißer. Mehr kriege ich dafür ja nicht. 23,6. Ich wette, wenn du sauber machst und reparierst, kriegst du mehr. Ja, das gucke ich gleich nochmal. Glaube, dann werde ich wohl auch auf den Deutz nochmal. So, wir machen erstmal den Anhänger ab. Hier auf dem Hof kann ich den nirgendwo waschen. Hast du keinen Waschplatz? Ja, ich bin ja nicht auf dem Hof, ich bin ja beim Shop. Ja, das ist schlecht. Aber ich kann ihn reparieren. Mal gucken. Ich glaube, viel mehr wird das nicht werden. Aber vielleicht kriegst du 5 Euro mehr. Und einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? 28,4. Wäre ich bei 38. Na komm, zeig mir dem Ding. So, jetzt habe ich 46. So. 46. Der läuft auch nur 25. Auch mit 180 PS läuft er nur 25. Schade. So, mal gucken, ob ich die Baumstämme jetzt auch noch reinkrieg. Ja, schlecht, wenn nicht. Heißt es kleiner schneiden. Kriegen wir denn noch so schnell an? Kriegen wir noch einen Auftrag hier so mal eben so hin, zwischendurch mal? Ach, diese Maus geht mir auf den Senkel. Feld 18 zur Zuckerfabrik.
Zum Kräutergärtner ist die Zucker. Ja, nee, ist klar. Nee, den machen wir denn doch nicht. Jetzt bist du auch an dem Punkt angekommen, weswegen ich die Vision nicht gemacht habe. Ich denke, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht. Ja. Feld war das? 33? Wo ist denn 33? Einunddreißig da unten. Was? 38 und zum Hafen. Das ist ja gleich um die Ecke. Das machen wir doch. Oh Mann, du Dussel. Was machen wir denn? Ist so doof, Aufträge anzunehmen. Oh Mann, ey. Die schönsten Aufträge macht er kaputt. So was Blödes auch immer, ey. Bahnsilo West. Wo ist denn der Bahnsilo West? Ach, da unten. Das ist auch noch okay. Der Drescher ist auch okay. Was machst du denn Schönes? Feld 11 ernten. Was ist da drauf? Gerste. Was hast du für einen Drescher gekriegt? Ein Johnny. Oh. Ein Johnny Gear. Na dann viel Erfolg. So, jetzt muss ich aber erst den Trecker wegfahren, sonst kriege ich den. Und ein John Deere zum Abfahren. Zwar nur ein Anhänger, aber ich nehme einfach meinen auch mit. Ist bestimmt gleich ums Eck. Feld 11 und dann zum Bahnsilo West. Ach, das ist ums Eck. Na, ist der Hänger etwa schon voll? Oh, anscheinend. Definitiv einen richtigen Holzanhänger. Wieso klappt nicht mit dem, oder? Es klappt schon, aber frage nicht wie. Wie denn? Ja, also aufhalten dürfen Sie mich damit nicht. So in die Richtung klappt's. Ah, okay. Ich glaube, der Anhänger hat voll. Der hat Das voll. war so klar.
Schneidberg ist zu weit nach vorne. Jetzt passt. Das sieht besser aus. Bis zum Feld und noch dort bleibt. Wird schon schief gehen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, doch nicht so laut. Warum ist der Kutter eigentlich immer genau dann über der Brücke, unter der Brücke, wenn man drüber geht? Ich nenne das mal Schicksal. Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. In solchen Hinsichten denke ich mal nicht. Zappelwelle dran. Und lass mich da noch ran. Okay. Willst du noch nicht? Dann fangen wir erst mal Zeit. Jetzt vielleicht? Gut. So, dann machen wir hier nochmal ein kleines Vorgewinde.
Dann möchte der Yoshi vielleicht heute mal Tschüss sagen. Ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, lasst euch überraschen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Wäre natürlich auch nice, wenn ihr die Glocke direkt dazu aktiviert. Und dann überlasse ich das letzte Wort unserem lieben Dirk. Ja, ich sag dann erstmal einfach nur danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wie es weitergeht, sehen wir. Und wer das Heißluftballon-Rennen da oben gewinnt, sehen wir dann auch. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.